feiner Kaffee ist einfach ein feiner Kaffee. Besonders aus dem Percolator. Er steht ja etwas weiter drüben. Leute, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Video, die Tage. Mein Geburtstag, die Tage danach. Genau, so hat es geheißen. Ja, Tag 2 danach. Es geht schon wieder los. Da drin legen sie schon los mit den Wursten für die Bratwürste. Nachher kommen noch zwei andere YouTuber. Und ich weiß immer noch nicht, wer die Überraschungsgäste sind, aber das werden wir ja dann sehen. Viel zu viel zum Essen, wie immer. Schau mal denen auf die Finger, was die machen. Aber es hat geheißen, lehn dich zurück, genieße, lass uns das machen. Ja, und wenn es schon so gesagt wird, dann mache ich das doch. Professor hat was gesagt vom Bratwürsten, dann will er noch eine Salami machen. Keine Ahnung, aber guck mal rein, guck mal auf die Finger. Attacke. Heiligsblechle, hier herrscht das totale Chaos. Aber ihr seht, Fleisch, Speck, Zwiebel, Bacon, Knoblauch, Käse, Knoblauch, noch mehr Käse. Was hast du vor? Also der Micha, der jetzt die Kamera gerade hält, ihr kennt ihn auch unter dem Namen Grill Junkie. Ja, der hat sich von mir wieder die GMF Signature Bratwurst gewünscht und da kommen halt nur gute Sachen rein. Das heißt, die wird aus Bacon gewolft, dann kommt da noch Räucherbacon rein, weil was ist besser als Bacon? Noch mehr Bacon. Und was ist besser als noch mehr Bacon? Bacon und Käse, den haben wir hier. So, und ja, dann sieht das eben so aus. Und hier haben wir übrigens, der Junkie meinte, die letzte Wurst wäre ein bisschen zu mager gewesen. Hier haben wir noch mal ein bisschen mehr Bacon. Und also, reiner Bauchspeck. Genau. Und da versuchen wir jetzt natürlich was Gescheites draus zu machen. Gut. Und dann werden wir heute noch ein bisschen mit den Gewürzen experimentieren, um die Bratwurst noch leckerer zu machen. Für GMF 2.0. Mhm. Zwei Bierchen stehen schon da. Mein Brettchen. Das wird mal hier draußen hingehängt. Und wer wird sich da gleich noch verewigen? Weil die haben beide hier schon was zum Essen gemacht. Micha, mein Freund, ich habe dir auch ein Geschenk mitgebracht. Oh, geil. Das ist für dich. Hey. Wow. Nicht nur der Peter hat ein Geschenk mitgebracht. Ich dir auch. Wow. Schöne, leckere Whisky. Yum, yum. Ich danke euch. Bitte, bitte. Noch einmal Geburtstag. Ja, gehabt. Zack. Ja, gehabt. Der Peter vom Pitblock und ich. Bernd von Smoking Bees Barbecue. Du kannst dein Bierchen ruhig nehmen. Und dann dürft ihr hier schön unterschreiben. Das machen wir doch. Und zwar nur die, wo hier schon was gegrillt haben. Ach, dann schön da. Außen. Dann darf ich. Möglichst klein, dass noch viele Leute drauf passen. Jawohl. Dürfen wir euch gleich interviewen, was ihr vorhabt heute? Aha. Ich mache irgendwelche Snacks. Schweinische Snacks. Oh, okay. Schön mit Teriyaki, Knoblauch. Ich glaube, das wird richtig gut. Aber natürlich auch nur, wenn der Junkie einen Spießgrill hat. Ich glaube, ich muss heute wieder ein paar Kollegen noch anrufen, die zum Essen kommen. Kollegen, zum Essen? Ja, wir haben was dabei. Ja, klar. Bei mir gibt's, lass mich kurz überlegen, ich mache heute Seemanns Rollbraten, habe ich dabei. Okay. Abkupfert von meinem Seemannsschnitzel. Nur als Rollbraten. Gut. Nur Gutes aber halt. Also ihr habt es gehört und gesehen, es geht munter weiter. Ich brauche, glaube ich, wirklich nichts mehr machen. Es sei denn, du möchtest uns mal zeigen, wie man es richtig macht. Dann nein, ihr macht es perfekt. Ihr macht es wirklich
Endlich. Aber perfekt. Ich mit noch was lernen will, guckst einfach zu. Ich schau zu, ich filme auch mit. Genau. Der Prof macht hier seine Buffalo Chicken Wings. Im Glas, ganz wichtig. Im Glas, wieso im Glas? Das wird hinterher in Einmachgläser abgefüllt und dann kannst du das als Brotaufstrich essen. Das ist jetzt kein Scherz. Das sind doch Füße und keine Flügel. Ja, es wird im Original auch mit diesen Beinchen gemacht. Es nennt sich aber Buffalo Chicken Wings in a Jar. Ich halte mich da ans Originalrezept. Okay. Weil hier ist halt ein bisschen mehr Fleisch dran. Aber ich mache deswegen ja noch als Reminiszenz auch noch die Buffalo Chicken Wings im Original. Dann heißt Jar also Glas. Ja, genau. Boah, ich habe Englisch gelernt. Genau, sowas wie Whiskey in a Jar, Whiskey im Glas. Also ist ja so ein Metallica-Song. Den kennst du bestimmt, Whiskey in a Jar. Ja. Mit den hübschen Mädels da. Das sieht schon gut aus. Und es riecht auch, glaube ich, schon ganz gut. Ne? Mhm. Weil Butter, Zwiebel. Wow. So, jetzt hole ich noch ein bisschen Hühnerbrühe. Ja, und extra für den Dirk eingeflogen, weil der ja nicht vorbeikommen wollte. Professor faced mal wieder. Ui, was ist denn mit dir passiert? Du siehst so anders aus. Extra gekommen, wechseln, Professorchen. Ah ja, du hilfst beim Waschen? Ja. Gut. Extra. Arztkittel angezogen, mit dem mich der Grilljunkie ab und zu schon mal auch vertritt in meinen Videos. Und die zusammen mit dem Peter vom Peter. Ich reich nur an. Er reicht nur an, wird jetzt hier einer durchgewolft, als gäbe es keinen Sonnenschein. Und dann Let's Wolf. Keine Angst, wenn jetzt dieses Gerät zündet, das ist in etwa so, klingt wie eine startende Boeing 747, es ist immer nur der Fleischwolf. Eimer Fleisch, guck mal, ganz gut. Ersten Bratlinge, die wir hier gezaubert haben, und wir braten die deswegen jetzt und guckt mal, was man mit so einem Dutch-Ofen-Deckel machen kann. Den benutzen wir nämlich jetzt als Bratpfanne und da wandern jetzt die Bratlinge rein, um nämlich zu schauen, passt das von der Würze oder nicht, weil dann können wir nämlich noch mal ein Feintuning vornehmen. Jetzt gucken wir mal, ob der Sascha vorgeheizt hat. Ja. Und im Hintergrund höre ich schon wieder Riesenkrach und Lärm. Ich glaube, das haben wir teilweise in den letzten Videos auch drin gehabt, wenn der Faschingswagen vorbeifährt. Und hey, wir haben Glück. Ich glaube, der kommt gleich. Mhm. Dann seht ihr wieder mal unseren Mödinger Faschingswagen, der bei der Umzüge mitfährt hier im Gai, in der Gegend, in der Umgebung. Das ist ein. Das sieht nach Reis aus. Reis-Hähnchensalat. Ja, den hat mein Schatz noch gemacht. Ja, natürlich. Wahnsinn. Das sieht schon super lecker aus. Boah. Also heute gibt es wieder mächtig eins in die Kauleiste. Kannst schon erkennen, Pippi Langstrumpf. Lass mal sie näher kommen. Und wir sind jetzt Fasernacht. Und da soll noch einer behaupten, hier ist nichts los. Tja, Grillmatz. Sowas habt ihr an eurer windigen Küste nicht. Edge, das musste ich jetzt sagen. Dann lange ich hier jetzt einfach mal da rein. Nee. Hier. Und schnappen wir mal so ein Teil, verbrennen wir gerade die Pfoten. Und. Schwingt er wieder. Mm. Ich bin jetzt nur wegen dem Philipp hier. Und aber er ist so nett. Genau so machen wir es ja auf GMF. Wir haben hier noch ein paar Testpersonen bekommen für unsere Bratwurst. Mehr Scheu kann man essen. Genau. Ja. Und gut, gell? Ich habe probiert. Hast du schon probiert? Oh, Jule, mach mal. Wie schmeckt's denn? Richtig geil. Nimm was Frisches. 3 Sekunden wegen. Jule, nimm was Frisches. Julia, nimm was Frisches. Und esst mehr Wurst, Kinder.
Schmeckt gut. Der weiß ja, was mit dem ist, der in der Mitte steht. Hast du Zwiebeln auf der Stulle? Kannst du? Und ihr dürft den Satz zu Ende führen. Was mit dem passiert, dein Die Jungs wissen, was ich meine. Gut. Also Jungs, greifen Sie mal auf. Der Prof hat gerade noch eine von den ganz furchtbaren Flaschen da draußen ausgeschenkt, verfüttert. Ja, kann man so sagen. Und boah, eine Flasche weniger. Ja. Aber jetzt schauen wir, wie es nachher hier weitergeht mit dem Wursten. Ja, Peterchen bereitet hier jetzt gerade das Fleisch vor für die Salami. Genau. Und ich sage jetzt ganz einfach, wer hier dann richtig alles sehen möchte, muss bei diesem Menschen hier, ich glaube, das war der Professor Taste, gucken. Alles klar. Ich erzähle euch in meinem Video ein bisschen, was eine Salami ist, wo die eigentlich herkommt. Und das Tolle ist, auch nochmal für die Zuschauer vom Grill Junkie, ist eben, wir zeigen euch, wie man wirklich eine handwerkliche Salami macht, wie man die eben schon vor ein paar hundert Jahren gemacht hat, als es eben noch keine Fleischwölfe etc. gab. Und das heißt, wir werden das Ganze von Hand schneiden. Gut, wunderbar. Ich danke dir. Das ist ja. So Freunde, die Wurstmaschine ist aufgebaut zum Wursten und da ich ja eigentlich nichts tun brauche heute, so wie es heißen hat, vom Professor, Traudel, werde ich ihr jetzt am Anfang das einmal zeigen und dann darfst du weitermachen. Jawohl, Michi, mach das ja, mal, gut. Ob du aufgefädelt hast. Wir machen keinen Einlauf. Müssen wir sowieso zu zwei, müssen sowieso dann zwei Leute sein am besten. Aber das seht ihr gleich. Machst so kleine Boller, etwas größere Boller und schmeißt das mit ein bisschen Zunder da rein. Nicht zu viel. So, oder? Ja, ja, reicht schon, reicht schon, reicht schon. Nein. Genau. Weil damit haust nämlich schon die Luft raus. Okay. Nicht mir auf den Daumen schmeißen. Also so extrem musst du nicht schmeißen. Du musst nicht weg sein. Nein. Und du musst auch nicht so extrem in Kugeln formen. Es reicht einmal zusammengebollert, genau. Hat der ganz ein Riesengerät. Zieh die Frucht. Gut. Gut. Das reicht das? Ja. Okay. Zieh die furchtbaren, viel zu großen Handschuhe aus, bitte. Ich kann es nicht sehen. Ja, wenn ich da ohne Hammer lang darf. Immer, ja. Hier, ja. Ja, ich habe sind hier ordentlich. Ich tue es raben, ich habe da überhaupt kein Gefühl nicht. Eben. Ich hätte meine mitbringen sollen. Und hier brauchen wir jetzt gleich ein Gefühl. Das war kein Eichenholz. Ja, da muss man langsam. Da muss man halt gucken. Mhm. Wie lang? Beim Metzger. Ja, wie machst du es dann? Sehr, sehr gut aus. Du kannst auch hier. Wie machst du es ab? Das siehst du nachher. Wie beim guten Proktologen sanft den Darm ausstrahlen. Also. Schneiden das. Dann ein bisschen halten. So. Nee, kann, die ja, ja, das Ende kannst du jetzt schon einlegen. Genau. Okay. Und dann wird es so weitergeführt. Ja, du durchdrehen. Ja. Ich habe aber halt lang. Ich habe den. Also, das ist Wahnsinn, ne? Einwandfrei. Super, ganz gut. Halt, stopp mal. Ich tue ein wenig nachrutschen. Ein wenig nachlegen. Ja, einwandfrei. Ja, gut. Okay. Super. Machen wir eine endlose lange Wurst. Ja. Tun wir dir nicht abwenden neu, oder? Die nachher, lassen wir nachher. Nachher, alles nachher. Halt! Stopp mal. Ja, musst du das. Hebst du? Jetzt gehst du mal an die Kurbel. Wir sind ungefähr. 0,05 mm näher am Ziel dran. Und jetzt kurbel mal. Du sagst, wenn ich jetzt schnell bin. Ist das schnell oder passt das? Weiter. Ah, der Käse kommt auch mit, guck. Hast du es gesehen? Weiter. Ist das zu schnell? Nee, passt. Nein. Oder soll ich mal. Aha, ei. Eine riesenlange Wurst. Nein, jetzt schreibt mein Handy. Ich glaube jetzt nicht. Das kann gar nicht. Jetzt sind wir beim Wurstmacher. Richtig. Das geht nicht. Also da bin ich jetzt nicht erreichbar. Kannst knicken. Was? Ich soll die Wurst abknicken? Nein, das ist mit meinem Handy da. Bin ich nicht erreichbar. Das geht jetzt gar nicht. Also wirklich nicht. Da können wir jetzt nicht abbrechen, gell? Nein.
Wir machen jetzt die längste Wurst von Mödingen, oder? War das jetzt so viel da, wo wir aufgefädelt haben, oder wie? Ha? Gibt's ja. Doch nicht. Ha? Dass das so viel war? Ja, freilich. Tja Leute, was soll ich sagen? Wenn die richtigen Leute zusammenarbeiten, funktioniert doch sowas hervorragend. Ja, wirklich gut. So, jetzt füllen wir sie wieder auf und dann machen wir die restliche. So Freunde, ich werde jetzt heute, oder ja, der Waltraud das zeigen und dann werden wir jede zweite abschnüren. Okay. Sprich, hier. Und dann kannst du immer an der alten Wurst vergleichen. Die Ecken, wir haben hier jetzt ein bisschen Luft drin, die können wir dann noch mit rüber drücken. So zusammendrücken. Mhm. Gut. Und wo haben wir einen Bändel? Ein Wuschbändel? Du brauchst kein Bändel. Ach, dann machen wir so. Da suchst du jetzt eine Richtung aus und in der, schau her, wir drehen jetzt so rum. Ah. So. Okay. Und dann dreht man die Wurst hier ein paar Mal so ab. Ah. Und dann suchst du wieder hier die Länge. Und da wir ja jede zweite machen, kannst du jetzt hier gleich zwei Würste nehmen. Ja, ich das ja. Muss ich jetzt erst einmal probieren. Ja, so. Weißt du, so geübt bin ich da jetzt auch nicht in genau. Der so, dann Materie. Drückst es wieder ab. Okay. Und dann. Naja, zur Not dreht man so mit der Hand, das geht auch. Ja, einmal. Ach gut, guck ja. So ganz gut. Und dann drehst du sie wieder so rum. Aha. Okay. Dann haben wir hier schon die erste sogar in der richtigen Länge. Aha. Dann nehmen wir hier gleich die zweite. Den ist wieder feier. Genau. Gut. Und ich muss sagen, für mich persönlich ist diese Technik geil. Aha. Ist auch gut, macht sie ganz gut. So, jetzt hole ich dir aber eine zweite Schale. Ja, dann muss ich das noch. Dann kannst du gleich weitermachen. Ja, mal gucken, ob ich das auch so kann wie der Michi. Das ist halt die Frage. Wie das nachbringen. Nämlich die fertigen hier reinwuchten. Okay. Ah ja, die sind ganz schön, oder? Ja. Mal. Ganz, ganz, ganz passabel, ne? Ich drücke dir hier jetzt mal das erste ab. Aha, okay. So. Okay. Bitte schön. Jetzt erst einmal eins haben. Ja. So. Also ich drehe sie lieber mit der Hand, mit der Finger so. Aha, gut, das geht aber jetzt geht wesentlich schon. Besser. Geht wesentlich besser. So, heb die. Nein, nein, die Seite, die Seite. Die Seite musst du gucken, wie lang. So rum. Ach so, und genau. Dann so wegen. Und wenn du es perfekt machst, sind sie alle gleich lang. Ja, das ist jetzt die heb ich sie mal so, gell? Ja, aber es ist nee, nee, die übernächste, sonst wickelst du das hier wieder auf. Warte so. Du musst immer zwei Würste so zu. Nein! Da! Nein! Ach so. Lass los, lass los. Und die hier. Hebe. Die hebe. Die hier drehst du jetzt. Nicht die hier. Immer eine auslassen. Aha, jetzt haben wir die hebe. Jetzt dreh ich die. Das geht normal, schon guck. Ja, wenn man es gut kann. Aber so geht es besser mit der Hand. Genau. Und jetzt wieder. Jetzt happy, dir happy. Ja. Und die lasse ich los. Genau. Die happy. Jetzt drehst du rum. Drückst die erste ab. Jawohl. Guck ein wenig mehr. Die Würste werden immer kleiner bei dir. Ach ja, dann machen wir es ein wenig länger. Ha? So. So. Dann schreien. Die übernächste. Noch eine dazu. Noch eine dazu. So eine. Mach. Hier abdrücken. Okay. Und die drehst jetzt ein. Mein Gott. Ja. Ich drehe so. So ganz glaub besser, wie du gesagt hast. Ja, natürlich. Die hat jetzt ein wenig Luft drin, gell? Das macht nichts. So. Weiter. Mehr eindrehen, so. Mehr eindrehen. Mehr eindrehen. Ein bisschen mehr. Okay. Weil normalerweise macht man einmal links rum, einmal rechts rum. Sie hat jetzt ein wenig Luft drin, aber das macht auch nichts, gell? Jetzt habe ich dir so. So. Ich werde wahnsinnig mit der. Ja, mei, das ist so abdrücken. Eine klitschige Sache. Abdrücken.
Die habe ich jetzt. Ja. Nein, eine Wurst mehr. Komm, Mädel. Mädel, lass mich. Ich kann es erzählen. Du hast keine Geduld. Nein, habe ich nicht in dem Falle. Du kannst es besser verwarten. Ja, die sind auch nicht ganz gleich, gell? Also sind wir von dir auch nicht dabei, gell? Hey, Hallöchen. Ja. Gell? Du hast es ja schon so oft gemacht, gell? Nein. Ah ja, doch. Zweimal. Das ist jetzt das dritte Mal. Ja. Guck mal, oh. Ja. Aber ich muss sagen, Leute, ich habe jetzt meine Technik gefunden und jetzt mache ich die zweite und dann ist ja, gut ist. Das ist gut. Wenn so Freunde, wir haben hier jetzt die Würstle fertig. Wunderbar. Und naja, ich konnte mir das Drama nicht weiter mit angucken. Au! Dank meiner Hilfe. Ja. Bäh. Also, sie hat sie mir abgenommen und wunderbar geworden. Die werden dann zum Grillen nur getrennt und ja, schauen wir weiter. Ich denke, die werden heute in der Grillkota gemacht. Die sehen echt super geil aus, echt, und schmecken. Wir haben ja auch schon den rohen, wie sagt man denn? Die Brätlinge gemacht. Die Brätlinge gemacht. Fleischpflanzel gemacht und die Fülle, also die hat echt gigantisch gut schon geschmeckt, allein schon vom Geschmack her. Und wenn die jetzt heute Abend noch in der Grillkota gemacht werden, also ja, echt klasse, super geil. So, meine Lieben, was jetzt kommt, ist absolut nicht zum Nachmachen geeignet. Ich warne davor. Ihr wisst, ich bin ein kleiner Chaot, manchmal ein großer Chaot, in dem Falle ein riesengroßer Chaot. Die Smokerratte hängt unten wieder das Fett drin, wie verrückt. Und ich nehme jetzt eine Nitroverdünnung und brenne einfach den Smoker aus. Nicht nachmachen. Will noch jemand sein Auto in Sicherheit bringen? Nee, meins steht ja bei dir auf dem anderen Parkplatz. So, er macht da jetzt sein Nitro rein. Und dann brennt ihr das Scheißding einfach aus, zu fix. Ganz einfach. Also, da wirklich vorsichtig sein, weil wenn man da jetzt zu viel verwendet, wumm. Ich habe jetzt eigentlich gerade so viel genommen, eben, dass es Fett hoffentlich sich entzündet, schön anbrennt, runterbrennt und dann das Ding ja nur noch ein bisschen zum Ausschrubben ist. Gut, das war's wieder. So Leute, nachdem jetzt ja unten das Öl noch ein bisschen warm geworden ist, haben wir hier noch schnell einen Ölwechsel gemacht über den Ablasshahn. Den drehe ich jetzt aber nicht auf, sonst brennt mir der ganze Kübel ab. Ja, und jetzt haben wir den besagten Fettbrand. Jetzt kann das Ding mal richtig schön noch ausbrennen. Dann wird er noch ausgebürstelt und dann ist er gut. Wieder mal. Jawohl. Und wie gesagt, macht so ein Mist bitte nicht nach. Einfach bloß reiner Blödsinn jetzt gewesen. Sascha, du alte Kaffeemühle, du kommst jetzt aber schön in die Grillkota, oder? Ja, in 5 Minuten. Ja, weil wir grillen jetzt unsere Würstchen. Ja. Prost miteinander, zum Wohl. Sehr, sehr fein. Zum Wohl. Frei, prost mit uns. Auf der Menge, da ist rasch dann die Grillt. Wohl sei. Das ist einer von meinen tollen Arbeitskollegen gewesen, Leute. Himbeer ist da drin, das riecht nein, ja, aber tu mal schön die Würstchen nein, grillen und dann tun wir sie speisen. Ruhig, das Erdbeer. Lutschen bitte. Geil. Ja, ich glaub, an dem liegt es. Schmeckt es aus dem Glas, der Bratwurst? Du, also, wir haben ja eben schon Schisswurst im Glas gemacht und jetzt machen wir du hast schon schlecht quasi Finger, du Bratwurst in der Jar. Wenn du das jetzt ja, schon. Jetzt hätten wir fast das Probierele von der geilen Bratwurst vergessen. Aber da haben wir ja vorher schon einen Professor gesehen mit der Wurst aus dem Glas. Also ich finde sie verdammt lecker. Jetzt haben wir die Würzmischung
Oder die Würze, wie man es auf GMF machen. Hm? 2.0. Mhm. Genau. Und der blockierst mich. Was soll ich? Ich hätte gerne, dass du mal festhältst, wie sparsam deine Gäste sind. Ja, wir haben hier 38.000 Grills stehen und auf der kleinsten, pisseligsten Grillfläche von etwa 15 cm Durchmesser. Da sollen jetzt Spieße gedrillt werden und gleich möchte der Bernd gerne noch einen FT9 da draufstellen. Nein, das reicht jetzt 4,5, das reicht vollkommen. Und dazu wollte ich nur diesen einen Spieß, diesen einen. Ach, den also wollte ich zum Versucherle für uns alle machen. Probiererle. Oder Probiererle. Ich sag nix. Ich sag nix. Gar nix. Naja. Als Probiererle sei das genehmigt. Probiererle, Versucherle, wie auch immer. Ja, Wurste wieder aufgeräumt. Schön gewurstet. Würste gegessen und die waren ja so unglaublich gut. Und ja, schauen wir mal, wie es dann weitergeht. Vom Bernd stehen auch schon einige Zutaten rum. Niam. Eieieiei, Bernd, was? Das war der Zang runter. Rollbraten. Der randaliert hier wie verrückt. Ich randaliere hier wie verrückt, genau. Okay. Das gibt den Siemens Rollbraten. Aber kein Fisch. Nein, kein Fisch. Wer mein Video kennt vom Simon-Schnitzel, das ist quasi das Pendant dazu. So, jetzt brauche ich nur noch den Deckel. Oh. Also es geht definitiv lecker weiter. Wo ist denn der Peter abgeblieben? Der Peter ist gerade rein. Wie sehe ich eigentlich mittlerweile aus? Naja, wie man so aussieht nach so einem Riesenstück Schwarzwälder Kirschtorte. Aber jetzt haben wir sie komplett aufgegessen. Die war gut. Und Leute, es wird kein extra Schwarzwälder Kirschvideo geben. Da steht mein Schatz nicht dazu. Oder hat sie gar keine Lust, da eins zu machen. Ich würde es gerne machen, aber sie sagt, m-m. Tja, tut mir leid. Während hier der Topf so alleine vor sich hin brodelt, brennt da einfach da hinten in der Krekota ein Licht. Und ja, ich gucke jetzt einfach mal rein, was da abgeht. Ja, Bernd hält mir die Tür auf. Klar. Hey, Chucky. Den kennst du ja auch von GMF. Ah, super, jetzt habe ich aufgehört zu filmen. Was wird das hier? Jetzt habe ich aufgehört zu filmen, jetzt kommst du, Micha. Geschlossene Gesellschaft? Ja. Nein. Das ihr macht jetzt die Spieße? Ja. So funktioniert es aber nicht wirklich. War nur fest. Nee, das ist für dich, weil du willst ja nichts mehr. Das ist der Leitspieß, der Low Carb. Du weißt, wo dein Auto steht? Ja. Dann kennst du deine Schlafmöglichkeit heute Nacht. Ich bringe dir dann das andere Teil her. Alles gut, Micha. Also, nee, das machen wir so. Peter macht jetzt hier die Spieße und ja, lassen wir die in der Krekota hocken. Sollen sie doch miteinander kuscheln, ist doch mir wurscht. Und das klappt mir schon. Oh, sie haben schon zueinander gefunden. Oh. Michael, guck mal, warum wir zueinander gefunden haben. Leicht geräuchert mit Würke. Und dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwei Personen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Zwei. Ja. Wir können ja nicht gut haben, wir sind recht gut. Nee. So, Freunde, der Peter hat es fertiggebracht, seine Spieße fertig zu bekommen. Er hatte hinterher noch mit dem restlichen Grünzeug noch ein bisschen in der Pfanne gebrutzelt. Und schmeckt lecker. Die haben voll den Geschmack aufgenommen. Der sagt schon der Halloween Manfred zu. Erika Ellen jagt mit ihren Titten raus. Wie bei, wie hieß der Film? Hey. Yeah, sieht gut aus. So. Das kommt da, das kommt. Und dann haben wir wieder ein Leckerchen. Brot 1, genau. Keine Soße dran, ich war's nicht. Ich würde nie in deinem Topf rumfummeln. Wer nascht, schneidet an. Nein, ich war doch nie da dran. Doch. Das ist wie bei Fast and Furious die Regel. Ja. Micha. Der nascht, der spricht das Tischgebet, der schneidet auch an. Micha. Das haben alle gesehen. Wenn ich jetzt schon muss, unter Protest. Na, ja, was sagt die Blondine zum Bademeister? Hopp, hopp, und jetzt raus aus dem Becken. Ja.
Gott, war der schlecht. Na, oder wie heißt es? Was haben wir gelacht? Zweimal Fasten haben wir gar nicht. Ne? Okay. Hat da flappt ja noch meine Gabel. Ja. Micha? Der kann was, der pfeift schön durch. Guck, das Fleisch hat sogar ein Korsett. Nein. Ist das ein Hackbraten? Sascha? Ist das ein Hackbraten, so weich wie das ist? Was ist das? Was ganz Feines, eine tolle Übung hier ist, was für dich. Komm, ich hab schon was. Oh, wie das. Oh, und ab in den Hals. Das sind 100 Euro. So eine Banane, der Bernd hat gar kein Video dazu gemacht. Da müssen wir nachher noch interviewen dazu. Stärke. Ja, merkt man. Ja, ganz und dann, ja. Die Käsesoße. Da kräuschern sich die Nasenhaare, nicht wahr? Mhm. Das war Stärke. Ja, dann frag ich so dumm, hol den Stamm. Viertel vor zwölf und Der Prof macht Buffalo Chicken Wings. Und was machst du? Ich mache Buffalo Chicken Wings im Classic Style. Also das heißt, wir halbieren die Hühnerflügel. Der Peter vom Pitblock macht das gerade. Und dann wird das einzeln frittiert und wird dann in einer schönen Hot Sauce gewälzt. Und dazu gibt es dann noch eine Camembert-Dip, beziehungsweise eine Blue Cheese Sauce und Selleriestangen. Okay. So. Und natürlich, machst du dazu selber ein Video? Selbstverständlich, meine Kamera läuft ja auch parallel dazu. Alles klar. Noch das Süßchen, was er gemacht hat. Keine Ahnung. Willst du es probieren? Einen Löffel habe ich. Und ja, ich glaube... Hier, glaub, einen Löffel, wenn du willst, kannst du gerne probieren. Und ich glaube, in dem Wok, den spült er... Den machen wir jetzt gerade sauber, jetzt der Reinigungsprozess. Ja, und dann Öl und frittieren. Und dann wird ordentlich einer frittiert. Alles klar. Ja, Leute, und wenn dieser Gang dann durch ist, Licht, gehe ich mal davon aus, dass wir mit dem Essen komplett durch sind für dieses Wochenende. Puh. Ja, ist so langsam reicht's auch. Also, boah, ich kann ja eigentlich jetzt schon immer. Oh, ich glaube, da braucht jemand mehr Zunder. Ja. Macht's den nicht zu voll, weil wenn er zu voll ist, aber das brodelt doch. Ja. Also, da sind die Chicken Wings drin. Okay. Aber da sehen wir uns dann erst wieder zum Probierele. Ja. Also hier wird jetzt noch für meinen Schatz noch schnell ein Brötchen gemacht mit dem... Chicken? Was ist Chicken? Brotaufstrich. Chicken Brotaufstrich, was der Professor gemacht hat. Mhm. Und was war das hier? Gorgonzola-Soße. Ja, Käse, Mayo, was weiß ich. Naja, ich sag mal, Schatz, lass das schmecken. So, das sind die Chicken-Teile, die sind fertig. Alles weitere wie immer beim, ja, das Wochenende wie immer beim Professor Taste. Und der Markus ist unser Testkanickel und isst die, weil ich habe die auch noch nicht gegessen. So. Echt nicht? Schön auf den Gesichtsausdruck achten. Dann wir probieren draußen. Noch lebt er? Ja, so schnell tückt sich das. Ist ja heiß, aber schmeckt gut. Ja, dann mehr kann ich nicht schaffen. Saftig. Wirklich lecker. Greift zu, kann ich nur sagen. Also schmeckt wirklich gut. Ja. Auch in der Kombination mit dieser Käsesoße. Also schmeckt mir wirklich. Ja. Jetzt habe ich vor lauter Yam 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 vergessen zu filmen, aber egal. Sind lecker, sind doch feurig geworden, muss ich schon sagen. Dabei haben wir aber miteinander geschlafen. Geschmacklich sind sie doch sehr gut. Sind sie doch sehr gut. Und aber da haben wir noch mal ein Probierele. Ich kann nicht scharf essen. Echt nicht. Und die Sache ist, Micha, ich schlafe bei dir. Nö. Du hast ein Einzelzimmer. Aber die sind nicht so scharf. Oh, doch, doch. Das ist schon scharf. Haben schon Feuer, gell? Sind anfänglich sau lecker, aber dann hauen sie rein. Haben wir schon mal miteinander geschafft? Ja. Genauso ging es mir nämlich auch gerade. Ich esse dann fertig, aber. Alles gut. Okay, Leute. Dann beende ich dieses Video hier. Ja, das war Tag 2 und ich glaube nicht, dass wir morgen noch großartig was machen. Da wird wahrscheinlich
gegen oder bis Mittag zu die allgemeine Abreise stattfinden. Ich danke allen, die da waren. Ich danke allen Zuschauern. Wir haben jede Menge Spaß gehabt, jede Menge zu essen. Und ja, am Bernd haben wir jetzt nicht mehr interviewt. Gibt es da ein Video von dir mit diesen? Ich werde noch eins nachdrehen. Er wird noch eins nachdrehen. Alles klar. Leute, wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ikowski. Echt?